Da habe ich das letzte Mal direkt überzogen, das heißt, wir werden heute ein bisschen kürzer machen, weil wir müssen ja gucken, dass wir ein bisschen im Rhythmus bleiben. Das heißt, wir machen heute nur 17 Minuten. Vorweg und erstmal hallo bei Civilization World. Letztes Mal haben wir tatsächlich den Samen des Misstrauens zwischen die beiden Völker gebracht. Relativ geschickt, wie ich finde, denn offensichtlich ist es beiden nicht aufgefallen, dass ich genau das getan habe. Was mich ja schon mal freut, denn ich hatte wirklich die Befürchtung, dass es in die Hose geht. Aber ist es nicht. Ist es nicht, ist es nicht und das ist auch gut so. Ja, was soll ich sagen? Erstmal, ich habe in der letzten Folge auch extrem viel gedampft und es wird auch sich nicht vermeiden lassen. Ich bin sehr, sehr, sehr stark gerade sehr, sehr stark involviert und sehr, sehr stark unter mentalem Druck, kann man sagen. Shinzi hat also alle seine Barbaren gemeuchelt. Das kenne ich, das habe ich auch getan. Meine kommen immer wieder. Richtig, weil deine Insel größer ist als so ein kleiner Steinhaufen wie bei mir. Da sind sicher genug entkommen, sodass ich... sodass sie sich wieder vermehren. Was hat OSLP in seinem Video gesagt? In seinem Video gesagt, saufen und vermehren. Die sind wie Gurke auf dem Hamburger. Keiner mag sie, aber sie sind immer mit dabei. Schöner Spruch. Schwedische Gebärmaschine, genau. Aber seine Stadt hat definitiv den Nachteil der großen Völker. Und er hat den Nachteil, dass er absolut nicht drauf gebaut hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell ist, die Größe. Ich nehme es an, weil wir eine Botschaft haben. Normalerweise sieht man dann die Größe der Hauptstadt. Wenn er wirklich immer noch 3 hat in Stockholm, das kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn ich hier sehe, wie das aussieht. Aber wir haben leider keinen Spion, um das feststellen zu können, hundertprozentig. Aber das ist nicht weiter tragisch. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mit meiner Stadt gar nicht so schlecht dastehe. Na komm, Hoplite. Hoplite über den Berg. So, jetzt machen wir mal... Ach, wir können gar keine Dingens bauen. Aber wir bauen jetzt auf jeden Fall einen Siedler. 12 Runden, das ist lang. Das ist verdammt, verdammt, verdammt lang. Aber ist egal, wir müssen langsam die zweite Stadt bauen. Und dann muss ich gucken, dass ich in den 12 Runden meinen Ritter hier rüber kriege. Denn ich würde versuchen, hier über die Insel nach da zu gehen und dann hier abzulegen quasi. Das sollte mir eigentlich gelingen. In 12 Runden sollte das machbar sein. Die Metmaschine läuft. Feuerschwanz, wer es nicht kennt. Eine hochsexistische Band. Da gab's... Möchte ich euch mal kurz erzählen, die Geschichte gleich, aber gleich. Ich weiß nicht, ob sie euch interessiert, aber ich fand es extrem lächerlich. Feuerschwanz, wer die Band nicht kennt, ist eine Mittelalter-Metal-Rock-Gruppe, die das ganze Thema und das Ganze eben ein bisschen aufs Korn nimmt. Also die haben sehr durchaus sexbezogene und alkoholgenussbezogene Themen, so kann man es ausdrücken. Allerdings verstehen sie sich selbst eben als Parodie und zusätzlich als Mittelalterband, wo nun mal die Frau jetzt im Mittelalter nicht unbedingt das höchst angesehenste Wesen war, was rumlief. Trotzdem gab es irgendwie ein Festival vor kurzer Zeit, wo Feuerschwanz eigentlich als eine der Hauptbands, so glaube ich, sogar auftreten hätte sollen. Dazu kam es dann nicht, da sich ein paar bescheuerte Linke... Und ich meine nicht jemanden, der die Linken wählt, sondern ich meine wirklich Hardcore-Linke, so, yeah, ole, wir gehen los und alles muss richtig hardcore durch political correct sein, sonst ist das nix. Und da kam es eben dazu, dass diese Gruppe sich zusammengerafft hat und behauptet, dass dass das eine sexistische Band wäre und dass man das unbedingt, also auf so einem Festival nicht erlauben könnte und die müssen weg. Tatsächlich hat der Veranstalter darauf reagiert und aus Angst vor Protesten, so ist der offizielle Begründung, aus Angst vor Protesten dann Feuerschwanz ausgeladen. Weil irgendwelche bekloppten Linken sagen so, das ist voll sexistisch, die müssen hier weg. Hat man die aus einem Festival, was tatsächlich für die Band natürlich auch fest eingeplant war, und hat gesagt, nö, ihr kommt nicht, wir haben Angst vor Protesten. Natürlich haben sie einfach nur keinen Bock gehabt, dass 20 Leute weniger kommen. Ich hoffe, dass einige Feuerschwanz-Fans da gesagt haben, gut, dann gebe ich meine Karte zurück, ich möchte nicht kommen. Weil das finde ich, das ist kein Verhalten. Das ist kein Verhalten gegenüber einer Band, das ist kein Verhalten gegenüber den Fans, die vielleicht wegen der Band zu einem Festival kommen, dann zu sagen, weil so ein paar Spinner sich hinstellen. Das wäre genauso. Ich mag die bösen Onkels nicht, absolut nicht. Wirklich gar nicht, weil die Musik ist grauenhaft. Aber auch wenn ich das immer noch nicht davon hundertprozentig überzeugt bin, ohne dass mir jetzt hier Hasstiraden in den Kopf geworfen werden, dass die Band absolut keine rechtsradikalen Tendenzen mehr hat. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist mir eigentlich auch egal. Ich mag sie nicht, also interessiert es mich auch nicht. Ist es immer noch so, dass die Band sehr viele Fans hat, die jetzt keine rechtsradikalen oder rechten Tendenzen in sich hat. Also da gibt es sehr, sehr viele Fans, die sogar eher, vielleicht sogar eher links sind. Naja, nicht unbedingt jetzt wahnsinnig viele, aber gibt es bestimmt auch. Die Band ist allgemein Mainstream. Es gibt sehr, sehr viele Fans von der Band. So, das wäre genauso, wenn jetzt, was weiß ich, aufs Wacken würde man die bösen Onkels nicht lassen. Das ist, glaube ich, Fakt. Zum Glück. Eine Einheit wurde getötet. Was? Welche Einheit wurde denn getötet? Der hat mein fucking Hoplit abgeballert. Scheiße. Das ändert meine Pläne. Extrem stark. Das heißt, ich muss warten, bis ich ein Schiff baue. Wie lange dauert das? Das kann ich nicht sehen. Kann ich was kaufen? Wo ist denn das Boot hier? Arbeiterboot, Frachter, Krieger, Speer, Bogenschützer, Blitz, Triere, 300. Ne, die kriege ich nicht zusammen bis dahin. Es sei denn... Sheena-Tiger. Der hat auch kein Geld. Okay, Sheena hat auch kein Geld. Gucken wir mal beim Osp rein. Der hat auch keins. Mist. Der hat sogar Minusgold pro Runde. Das ist jetzt Käse. Denn ich bräuchte jetzt ein Schiff, damit ich da meinen Siedler rüber kriege. Okay, dann müssen wir den Plan ein bisschen ändern. Das fürchte ich. Ich kann nicht mit Sheena auf eine Insel. Der reißt mir den Arsch auf. Auf jeden Fall wäre das halt so, um das kurz noch zu beenden, als würde irgendein Mainstream-Festival die bösen Onkels einladen und dann sagen irgendwelche Linken, nee, sind Nazis, wir laden die jetzt wieder aus und alle geben ihre Karten zurück, weil die bösen Onkels auch nicht kommen. Ne? Also das ist... vielleicht nicht unbedingt was, was auch ein Veranstalter haben will. 4 Runden dauert, diese Plantage dauert Ewigkeiten. So, jetzt gehen wir in Richtung Kompass. 58 Runden, wenn ich da bin. 26 Runden für Philosophie. Aber den Rest, der bringt mir alles nichts. Außer das Kolosseum vielleicht. Ich will natürlich irgendwann auch zur Währung, damit ich... Ich gehe erst auf Währung. Ich würde halt gerne auf den Kompass und dann auf die Astronomie, damit ich über die Ozeane rüberkommen, aber das ist noch so weit entfernt, dass wir erstmal auf Währung gehen, damit wir uns eine finanzielle Sicherheit gewährleisten können. Gut, wie dem auch sei. Was mache ich mit meinem Siedler? Ich müsste mal da hinten gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo Land ist, was sich lohnt zu besiedeln, weil hier unten ist Lhasa. Das, wo ich es noch hinsetzen könnte, wäre vielleicht auf die Ecke. Ich dann in Leuchtturm komme, ich meine, hier ist Essen, Bison, hier sind aber keine Bodenschätze, außer das Salz. Doch, ich werde es so machen. Ich werde meinen Siedler hier übersetzen, durch Lhasa durch, das dürfte sicher sein, hoffen, dass da hinten kein Barbarenlager ist und dann meinen Siedler da hinpflanzen, dass ich das Salz abholen kann, dann habe ich ein weiteres Luxusgut, hoffen, dass vielleicht da noch irgendwo Eisen ist oder so und ich das auch noch abfarmen kann. Und dann dürfte das eigentlich eine halbwegs stabile Siedlung sein. Und dann eben halt gucken, dass ich irgendwann, wenn ich mal ein Boot bauen kann, dieses Boot hier rüberkriege, um da noch eine Siedlung hinzuknallen. Das dürfte eigentlich durchaus im Bereich des Möglichen sein. Der braucht ganz schön lange für die Runden. Das ist ein bisschen nervig, aber in der Zeit kann ich ja mal kurz gucken, was ich für E-Mails gekriegt habe. eBay, wow, die Preise stehen unter Strom. Danke eBay, fick dich. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss auf meinen fucking Siedler warten. Noch 6 Runden. Das ist halt das Problem, dass ich nur eine Stadt habe. Dadurch habe ich halt das Problem... Ah, die Sheena hat wieder aufgeholt. Aber OS ist dafür ganz schön abgekackt. E-Gaming LP scheint irgendein Wunder, was ich nicht mitgekriegt habe, fertig gekriegt zu haben. Dadurch hat er jetzt so viele Punkte. Ist aber noch weit genug weg, dass er mich jetzt nicht ohne weiteres überholt, es sei denn, er baut ein weiteres Wunder. Im Moment bin ich aber von Wundern relativ weit entfernt, eins fertigzustellen oder überhaupt bauen zu können. Weil da habe ich andere Probleme für. Und das ist das Ärgerliche, weil normalerweise habe ich zu dieser Spielzeit locker schon 3 oder 4 Städte. Und da fällt es nicht weiter auf, wenn ich in meiner Hauptstadt eben Wunderballer und die anderen Städte mit allem anderen versorge. Irgendwann haben die halt normalerweise auch eine Produktion von... Ne? Ich kann das hier unten leider nicht kaufen, das ärgert mich ein bisschen. Ich bräuchte vielleicht nochmal einen zweiten Bauarbeiter, aber ich kann mir auch nichts... Ich habe kein Geld und nichts. Ja, als nächstes bauen wir auf jeden Fall 2 Handelsboote. Ich hoffe, die brauchen nicht so ewig, damit wir Genf... Ne, es war Lazar, die wollten auch ein Handelsboot. Oh, wow, 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 sie möchten das in einem Land... Ne? Sie möchten, dass die Religion Polstermühle, die vorherrschende Religion in ihrer Stadt wird. Ja, das ist schön zu hören. Und dann wollen sie ein Barbarenlager oder barbarische Einheiten besiegt sind. Ja, das sind die. Das kann ich leider gerade. Ich habe überhaupt keine Einheiten mehr. Was mich jetzt, also wenn mich jetzt jemand angreifen könnte, würde, dann könnte ich mich mit meiner Stadt verteidigen. Das war's. Der könnte meine komplette Infrastruktur lahmlegen. Achso, ich muss mal auf nächste Runde drücken. Und das will ich ja nicht. Aber es passiert ja auch nicht zum Glück. Bisher halten sich ja alle recht friedlich, was bisher für mich auf jeden Fall von Vorteil ist. Für die anderen auch, weil die können sich locker lossiedeln und losballern und ne, ihren Kram bauen, wie sie das gerne möchten, ohne dass sie Befürchtungen haben müssen, dass irgendwas schief geht. Das werden wir bald ändern. So. Ganz genau so mäßig. Hängende Gärten. Nahrung +6. Bieten einen kostenlosen Garten in der Stadt. Die hängenden Gärten wären natürlich auf jeden Fall ein Wunder, was mich wahnsinnig interessieren würde, aber ich befürchte, dass ich da nicht hinkomme. Ich denke, da wird ein anderer Spieler schneller sein, weil die hängenden Gärten sind sehr beliebt, weil das halt einfach die Stadt so boostet, weil da so viel Nahrung kommt, dass die Stadt einfach wahnsinnig schnell wächst in der nächsten Zeit. Also da würde ich mich schon sehr drüber wundern, falls ich tatsächlich der Spieler sein sollte, der hier derjenige sein soll, der die hängenden Gärten bekommt. Also da glaube ich nicht dran. Wer braucht denn da schon wieder so lange? OSLP braucht immer so lange. Ja, Stockholm ist mittlerweile größer als 3. Ne, ist es nicht. Addis Abeba hat auch 7. Die hatten vorhin auch nur 6. Also sein Stockholm scheint überhaupt nicht zu wachsen. Also ich glaube fast schon, Sheena-Tiger wäre ein strategisch besserer Partner. Gampf sucht ein Naturwunder. Ja, dann such doch! Entschuldigung. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, Gampf auf meine Seite zu kriegen, aber ich habe einfach keine Einheiten. Ich kann im Moment einfach nur direkt wieder wegdrücken. Das ist ärgerlich und nervig und doof. Aber nicht zu ändern. Was ist das hier hinten? Das sind das. Ach, das ist auch Salz. Naja, da wird die Stadt irgendwann so groß werden, dass sie das auch einnimmt. Da habe ich fast schon keine Sorge mit. Es wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit hier hinten, weil da sind auch Schafe, dann doch die Insel auf jeden Fall so abzusichern, dass da keiner mehr siedeln kann. Ich glaube, das wird auch meine Alternative werden, dass ich tatsächlich doch noch eine zweite Stadt hier auf diese Insel baller. Ob das klug ist, werden wir dann sehen und dann hier rüber gehen nach Lazar. Oder vielleicht doch direkt hier rüber, weil dann brauche ich kein Salz, weil das Salz habe ich hier. Da brauche ich nicht hier hin, um Salz zu holen. Da ist Marmor. Den Marmor hätte ich natürlich auch gerne. Gelände kaufen. Geht nicht. Fick dich. Ja. Shinzi und Playful. Oh, Shinzi und Sheena verhandeln gerade. Das kann natürlich darauf hinauslaufen, dass Shinzi... dann werden wir doch mal wieder... Na, das machen wir in der nächsten Runde. Ich muss auf jeden Fall darauf pochen, dass einer der beiden... Jetzt ist es egal. Jetzt kann ich euch meine Taktik auch verraten. Jetzt ist ja kein Problem mehr. Ich habe die Befürchtung, dass Shinzi und Sheena sonst sich verbünden. Das habe ich ja OS also so gesagt, obwohl ich mir da nicht sicher bin. Aber ich habe die Befürchtung, weil Shinzi das auch gesagt hat mal. Es war nur aus Spaß, aber natürlich wird es trotzdem passen wegen Shinzi Sheena. Und die Befürchtung hätte ich natürlich trotzdem, dass dieses Bündnis entstehen könnte. Das wäre für mich nicht besonders gut. Ich kann ja mal kurz gucken, hat er gerade einen Handel an? Das war nicht lang. Er hat auch nichts. Luxusgüter und sonst. Die brauchen aber auch halt ewig. Ja gut, nächste Runde haben wir dann auch die Seide. Ein Pantheon wurde gegründet. Ach, sieh an. Sieh an, heilige Gewässer, Zufriedenheit von Städten an Flüssen. Ja, das ist ja... Flüsse habe ich nicht, ich habe nur Meer. Naja, hier sind auch ein paar Flüsschen, ne? Aber... Also eigentlich hätte ich nur hier rüber gemusst und dann hätte ich Shinzi getroffen, aber naja. So, sind die jetzt mal fertig? Ich denke, ihr seid fertig. Sind sie nicht? Noch eine Runde. Boah, Alter, ihr geht mir auf Eier. Das glaubt ihr gar nicht. 3 Runden noch, dann sind wir soweit, dass wir den Siedler losschicken können. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Ausgabe. Ich drücke schon mal ab und dann bis...